So, weiter geht es mit Football Mania. Als nächstes geht es in die Turnierkampfarena gegen Leos Löwen. Ja, was ist es denn jetzt, Leute? Leos Lions oder Leos Löwen? Also entweder ihr übernehmt das Englische oder ihr belasst es beim Deutschen. Also für eines von beiden solltet ihr euch dann schon entscheiden. Naja, wie gehabt, Ladebildschirm wird jetzt übersprungen. Wir sehen uns gleich im Spiel, also bis gleich. So, jetzt sind wir im Mittelalter gelandet. Man sieht es ja unauffällig an dem Drachen im Hintergrund und an der wunderschönen Burg von King Leo, wie er wahrscheinlich heißen wird, denke ich mal. Wir haben jetzt ja auch so eine Art Arena als Fußballfeld. Auch wieder sehr schön gemacht das Ganze. Okay, die grünen Hügel im Hintergrund, da hat man sich auf das Wesentlichste beschränkt. Naja, aber ich meine, warum auch nicht? Prinzessin Storm. Jetzt haben sie sogar eine Prinzessin dabei. Naja. Wenigstens dort wird die Frauenquote erfüllt. Wenigstens ist es nicht Lady Offside von Trap. Ich finde den Namen immer noch super. Naja, egal. Das überspringen wir jetzt, denke ich. Weil das brauchen wir jetzt nicht. Auch ein Schmetterling, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da haben wir den King höchstpersönlich. Naja, stampfen ihn jetzt mal in den Boden. Auch wie hier, bitte achte mal wieder auf die Musik. Wir benutzen mal ganz unauffällig unser Kraftblasenteil. Und, oh, der ist sogar schon drin. Wunderbar, sehr frühes Tor ist wichtig. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Breakdance-Action. Zum Glück haben wir hier Ritter und Cowboys dabei. Die Hüte und die Helme schützen ja wohl gut vor Kopfschmerzen, also... Falls ihr das irgendwann mal ausprobieren solltet, liebe Leute, denkt dran, Hüte oder Helme sind dabei sehr hilfreich. Jetzt haben die nur die Rakete, da habe ich etwas Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Weil, zum Glück haben sie es jetzt nicht so geschickt eingesetzt. Ach, den Schuh, ja. Aus irgendwelchen Gründen liebt die KI den Schuh. Also sobald die den Schuh haben, setzen die den immer ein und rennen wie gestochen durch die Gegend. Sie können nur irgendwie nicht so viel damit anfangen. Ach ja, na, das war jetzt nicht ganz so geschickt von mir. Da bin ich ja am Ball vorbeigelatscht. Na egal. Wir führen ja, ne? So ist es ja nicht und so. Oh, scheiße. Na egal. Ach, ich treffe nicht mal mit einem Skorpionschuss. Na egal, ich lasse den Skorpionschuss jetzt mal weg. Weil das ist eigentlich mehr eine Notlösung. Und bei den schwachen Teams bräuchte man den jetzt wirklich nicht zwangsläufig. Also. Ja, mit meiner Chancenverwertung, das ist echt noch verbesserungswürdig. Aber das ist irgendwie immer so. Herrgott nochmal, kann das Ding jetzt nicht mal irgendwann drin sein? Weil Leute, ganz ehrlich, warum habt ihr jetzt dorthin gespielt? Seht ihr dort irgendjemanden von euch? Nein. Mit was spielt ihr eigentlich? Mit einem 5-4-1-System oder was ist das? Guckt euch das mal an, wo die stehen. Ich bin ja auch einer, der die Minimap zur Verfügung sich gerne nimmt. Weil das ist eigentlich schon ganz hilfreich. Oh. Naja, auf jeden Fall haben wir hier schon gefühlt 20 Schüsse abgegeben. Naja, es kommt alles noch. Die Ritter halten weiterhin trotzdem treu zu ihrer Mannschaft. So wie sich das auch für richtige Fans gehört. Ohnehin ist ja auch eine Bombenstimmung auf dem Rasen, am Spielfeldrand. King Leo fliegt mal ganz unauffällig vorbei. Meine Güte. Also wenn der Torwart nicht wäre, dann hätten die jetzt schon dermaßen die Bude voll. So, mal gucken, kann ich da jetzt nicht noch ein bisschen nachhelfen mit Rakete oder so? Was meint ihr? Nee, so nicht. So nicht, mein Freund. So auch nicht. Also das war jetzt von mir auch selten dämlich eingesetzt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Da ist auch schon wieder Halbzeit. Ach, das geht immer so schnell.
Gut, ja. Aber naja, es kann ja nicht alles funktionieren. Ja, die Statistik, also 89% Ballbesitz hatte ich, glaube ich, sehr selten bisher. Ja. Aber gut, es kann ja nicht alles makellos sein. Wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist. Obwohl ich dann letztens auch so zurückgedacht habe, ist mir dann auch eingefallen, dass das Spiel ja eigentlich gar nicht mir gehört. Wenn ich es so recht bedenke, sondern das habe ich dann mal vor sehr langer Zeit von meinem besten Freund ausgeliehen. Und ich glaube, bei ihm hat es dann nicht funktioniert. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir das, glaube ich, nicht endgültig besprochen. Also eigentlich gehört das noch ihm, wenn ich so bedenke. Aber ich glaube, er wird es jetzt auch nicht mehr so zwangsläufig vermissen. Ja! 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 Hätte er nicht gedacht, dass das nochmal funktioniert. So, neue Jubelszene. Knallharte Hüte haben sie alle auf. Oh ja, da wird noch einmal hier erlebe hoch, Rusty Stone. Für das skurrilste Tor überhaupt bisher. Leute, ihr fackelt auch immer den gleichen Trick ab, oder? Denn wie gesagt, Football Mania stammt ja aus dem Jahre 2002. Ist ja auch das einzige Spiel von Lego, was mit Fußball zu tun hat. Und wurde ja von Tiertex Designs entwickelt. Und natürlich zwar nicht von Tiertex veröffentlicht, aber dafür von EA, die sich dann der Sache damals angenommen haben. Football Mania ist ja der Nachfolger der Lego-Insel, ja, also nicht unbedingt der Trilogie, also die Lego-Insel, das ursprüngliche Spiel ist ja 97 erschienen, die Lego-Insel 2 ist dann 2001 erschienen und bei Lego-Insel Extreme Stunts bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Da bin ich auf zwei unterschiedliche Quellen gestoßen, einmal eine auf die das auf November 2002 datiert und 3:0 hoch verdient mittlerweile und eine, die auf das auf Mai 2004 dokumentiert. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Erschien auf jeden Fall so mittendrin und ergänzt die Reihe von Lego-Spielen damit weit um ein weiteres sehr volles Stück. Eddie, du solltest zu Rusty passen, Mensch. Naja, macht ja nichts. Hä? Was zum Teufel war denn das jetzt? War das ein Doppelpfosten? Mann, was hab ich im Pech. Ich habe die Lego-Insel auch selbst gespielt, glaube ich. Oder es war die Lego-Insel 2. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Eben auch damals mit meinem besten Freund, der hatte das da auf seinem Rechner. Und dann habe ich mir das auch von ihm kopiert, damit ich das auch habe. Nur blöderweise ist die Kopie irgendwie dann verloren gegangen, soweit ich mich entsinne. Genau. Das hat mich damals fuchsteufelswild gemacht. War das Spiel super, boah. Also mich hat es damals begeistert, so als kleiner Junge. Sehr schade. Aber wenigstens ist Football Mania erhalten geblieben. Worüber ich auch weiterhin sehr froh bin. Und ich hoffe, dass ihr euch eben jetzt auch daran erfreuen könnt. Das war der dritte Sieg, 3:0 für uns. Ach, jetzt waren es nur noch 86%. Und weiterhin bleibt die Statistik eindeutig. Ja, bei den Qualifikationsspielen wird das dann wohl so weiterhin der Fall sein. Gibt es sonst noch was zu diesem Spiel zu sagen? Eigentlich nicht, nee, jetzt werden sich Leos Löwen uns halt wieder anschließen. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Ja, fantastisch. Als nächstes treten wir gegen die Abenteuerpiloten an. Alles klar. Automatisches Speichern mal wieder erfolgreich. Ja, dann geht es beim nächsten Mal auf die Insel der Entdecker. In der nächsten Folge so, drittes Spiel, dritter Sieg. Da werden wir jetzt, denke ich, auch ohne Probleme durchmarschieren. Alles andere sollte mich sehr wundern. Und
Ja, das alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Bleibt dran, Leute. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.